Hallo Internet und hallo YouTube. Willkommen zurück zu einem Standardprojekt oder zu einem lang ersehnten Rückkehrprojekt. Lange her, lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, man hat jetzt über ein Jahr nichts gehört von mir, gesehen von mir. Bedingterweise natürlich auch, muss man auch dazu sagen. Tja, und wir kommen zurück zu Minecraft. In diesem Fall aber wieder Minecraft Feed the Beast, aber dieses Mal Minecraft Feed the Beast Hermit Pack. Und ihr seht schon 363 Auslegeseiten haben wir. Ich weiß noch nicht, wie wir es anlegen. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu unübersichtlich, wie ich das hier anlege. Das hat ja nichts mit dem normalen Feed the Beast zu tun. Das ist Hermitcraft. Das ist ganz anderes Feed the Beast für mich. Ich meine, ich habe schon viele Stunden privat in diesem Spiel verbracht. Ich glaube, hochgerechnet 48 Stunden oder was ich schon gespielt habe, hochgerechnet. Ich habe schon einiges gemacht und viel erreicht eigentlich. Ich dachte mal, warum damals nicht aufnehmen auch mal wieder. Natürlich, klarerweise gehört sich das einfach, das Aufnehmen dazu bei mir. So, jetzt muss ich mal kurz mal zurechtfinden hier. Sollten wir uns vielleicht Bäumchen holen. Ein bisschen normal anfangen tun wir schon. Ich weiß noch nicht, wie die Lautstärke-Einstellungen sind bis jetzt. Also wenn es noch zu laut ist, dass man mich weniger hört und dafür das Spiel mehr hört, tut's mir leid. Das kann ich jetzt nach dem Video sagen, wie es ist. Also das ist eine andere Geschichte dann. So, und jetzt frage ich mich gerade, warum zersetzt sich das Ganze nicht? Oder hängt da einfach zu viel dran? Das kann natürlich auch sein. Also sollte hier der Mod oben sein, der eigentlich die Blätter zersetzt, komplett. Da kann man vorstellen, dass das jetzt natürlich hier nicht funktioniert gerade. Ja, da vieles aneinander hängt eigentlich. Ja, da haben wir es jetzt kurz gesehen. Also es ist jetzt ein bisschen unübersichtlich. Es kommt ein bisschen dunkel vor. Das Ganze. Gut, erklärt sich auch warum, weil der Bildschirm ein bisschen zu hell, zu dunkel eingestellt war. So. Bean. Okay. Bohnen. Mit dem fangen wir jetzt natürlich nichts an. Bohnen. Wir spielen jetzt kurz mal friedlich, das muss man kurz ein bisschen zurechtfinden hier am Anfang. Klarerweise, man wird sich aber ändern. Und ich höre schon, das ist eindeutig zu laut. Musikgeräusche, Gesamtlautstärke wieder zurück auf 10. Schauen wir, ob das besser ist. Ja, definitiv ein bisschen besser. Immer ist es jetzt noch immer nicht das Beste von das Gelbe von einmal in deiner Meinung nach. Aber es ist auf jeden Fall besser. Ja, ihr seht hier lauter Blödsinn. Ich sehe hier auch viel Blödsinn gerade, was ich jetzt aber nicht einsammeln möchte. Mein Plan wäre, ein Dorf zu finden. Pferde. Harte Hüs. Schön. Harte Hüs. Nein, mein Plan, auf jeden Fall ein Dorf finden. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir tun. Das wäre so der Masterplan. So wäre der Masterplan. Eigentlich wäre mir eine. Ganz ehrlich, YouTube. Sagen wir es mal ehrlich. Kann doch nicht sein, dass ich mich hier rumspiele. Scheibe! Wo ich es besser kann. Vielleicht jetzt zwei von den Sackgebüchern, ist eh klar. Reichen wir? Reichen wir. So. Neuer Plan. Definitiv neuer Plan, so kann es nicht weitergehen. Dann, was hat mich dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, ich spiele Hermitcraft und etwas anderes, also nicht wie gewohnt von Tirewolf, Feed the Beast. Kann ich gleich dazu sagen, wird auch kommen. So, jetzt haben wir den Effekt gehabt, den was ich eigentlich gewohnt habe. Ist ja viel einfacher und geht schneller. Das ist eine Auslegersache, warum ich das jetzt spiele, lieber als das andere. Gut, beides gut.
Was mir hier aber mehr taugt ist, also mir gefällt eigentlich von denen, was ich selber so von meiner Bratspielerei gesehen habe, ist eigentlich, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde, ist aber die Tatsache, dass mir viele Möglichkeiten hat und schon nicht, dass das Lagersystem gefällt mir extremst. Wenn man das mit Computer machen kann und alles, weil es einfach viel lustiger ist und viel einfach mehr Merch dir bringt, den ich kannst und eigentlich viel Blödsinn machen kannst. Und schon einmal mal das hier anschauen hier. Wahrscheinlich dieses ganze Gedöns hier, muss ich mal sagen, ist schon mein das Beste ever. Was ich auf jeden Fall schon vorher sagen kann, wir werden Energie brauchen und das werden wir nicht gerade wenig brauchen. Und ich habe mir da angewöhnt, das habe ich so angewöhnt bei meinem Spiel zum Beispiel derzeit. Ich arbeite viel mit Watermill und das werden wir auch machen, hier mit Watermill spielen, weil die Energie einfach gut ist und das gute Energie bringt Watermill. Nur brauchen wir halt, wie gesagt, zuerst ein Dörfchen dazu. Das muss dann mal arrangieren können. Wir hätten gerne ein Dorf, wo wir vielleicht Wasser daneben haben und wo wir uns dann gemütlichst da was pflanzen können an Watermills etc. Weil, muss aber schon sagen, ich habe eigentlich gar nicht lange gespielt, bis ich gehabt habe, die gewohnten MFU etc. Aber es ist dann so doof, was ich wollte. Und ich habe auch sehr schnell eigentlich Yu-Yu-Matter hergestellt, eigentlich, was mich auch gewundert hat. Aber das war das andere Yu-Yu-Matter, nicht das, was ich wollte wieder. Es gibt ja zwei optionale Yu-Yu-Matter-Möglichkeiten hier. So, wir kommen in ein Dorf. Spawnpunkt setzen im Dorf ist immer so eine Sache für sich. Ich überlege gerade, wo ich den Spawn setze. Am besten wohl auf einer erhöhten Position, wo uns nicht viel passieren kann. Grüß Gott. Ja, servus. Sind wir eingesperrt in dem Spiel? Ja, das gefällt mir. So, was war es jetzt? C? Nein, nicht C. C ist falsch. B. 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 Ist es auch nicht. M ist es auch nicht. N ist es auch nicht. X? X ist es. Dann hätte ich gerne NPC Dorf. Und machen draußen 0-0. Pizzi. Das ist. Nein, wir machen mal 0-0 drauf. Man kann es noch immer umbenennen. Das ist die Frage, wird das auch gleich unser Heimatpunkt fürs Erste? Das ist die andere Frage. Mal schauen kurz. Haben wir denn danach alles Gutes? Nicht so wirklich. Also mir gefällt es nicht so wirklich als Heimatbasis, würde man sagen. Müssen wir es so formulieren. Ja, lauter Blödsinn. Ja, genau. Nur Blödsinn hier. Ja. Das sieht man jetzt gerade nicht. Ah, da hinten ist was Besseres. Ja, es überfordert jetzt gerade ein bisschen jeden. Gut, das wäre ein guter Platz zum Schlafen. Gut, darüber reden wir jetzt nicht. Es ist ein bisschen Überforderung pur jetzt gerade das Spiel. Für die, die das Spiel natürlich nicht kennen, Hermitcraft, die wissen, das ist für die ist es eine pure Überforderung. Für die, was es kennen, ist natürlich klarerweise das Gegenteil. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil das ist Merch, den man brauchen könnte. Eisen auf jeden Fall. Viel Eisenblödsinn jetzt schon. Das Schöne ist, das ist Streetwood. Die kriegst du auch nur von hier. Streetwood Banks. Planks meine Co. Und da greifen wir natürlich sofort zu, wenn wir die Möglichkeit haben, Streetwood. Den restlichen Streetwood werden wir noch lassen fürs Erste. Das Wolle. Schau mal, gib mir Wolle. Meistens bin ich nicht so ein Fan von denen, dass ich Wolle stehen gehe gerade, aber. Beiger, da habe ich doch irgendwo einen gesehen, der sowas hat drin im Haus, oder? Let me look. Jawohl, let me look. Dann mal ausbauen. Grüß Gott. Servus. So, dann mal kurz gebracht. Seitenfreiheit, oder?
Und wir haben ein Bettchen, das ganz wichtig ist, dass wir das jetzt schon haben, dass wir es aber auch setzen natürlich. Weil wir sind ja ein bisschen nicht bläh, wie man so schön sagt. Aber uns kann ja eh nichts passieren, eigentlich nachdem ich ja auf friedlich spiele. Aber ich hätte trotzdem keinen Spawnpunkt gesetzt, falls. Boah, ja genau, das Gras angesetzt hier, genau. Da könnte man mich auch zuschlagen. Wir haben jetzt aber Lasten gerade. Ah, gefällt es da drin, glaube ich, hier besser als da draußen. Christina, Servus. Entschuldigung, ich baue mir mal kurz den Platz hier aus. Dankeschön. So, eine Runde schlafen. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, es ist auch für mich wirklich sehr undurchsichtig, gerade wenn ich selber nicht ganz nicht weiß, wie ich selber ansetzen will, das Spiel. Tun wir das selber gerade ein bisschen eher schwer gerade. Meine Fragestellung dabei ist eher, das war Aluminium. Eisen könnte ich gleich wieder zurückgeben. Planks nehme ich auch natürlich zurück, klarerweise. Eisenspitzhacke. Unbedingt. Ja, man merkt auch hier Erfolg um Erfolg, das ist eh normal bei den Spielen immer zum Start. Wissen wir, kennen wir alle gut. Wir ernten natürlich ab. Mit Rechtsklick natürlich geht das ein bisschen einfacher, weil da wird man abgeerntet und gleich wieder gesetzt. Auch eine sehr gute Erfindung, möchte ich sagen, hier beim Spiel. Bin mir gar nicht sicher, ob es das bei normalen Minecraft schon gibt. Bin natürlich gut zu wissen, jetzt ich weiß auswendig nicht. Ich will jetzt so. Wie gesagt, meine erste Aufnahme hat über einen Jahr jetzt eigentlich. Das ist nicht sehr witzig. Abgesehen davon, wie gesagt, ich habe jetzt normal Minecraft gespielt, die ganze nur eigentlich das Spiel. Und da ist man dann schon ein bisschen anfällig auf. Was gibt's Neues, was tut sich bei den Spielen? Aber ja, das kennen wir doch alle gut. Jetzt ich meine, man spielt und spielt und spielt und in der Früh spielt man gar nichts mehr. So, das schaut schon mal gut aus. Aber was mir nicht gefällt, ist, dass ich jetzt kein Holz mit habe. Das werden wir gleich komplett mitnehmen noch. Eigentlich sollte ich mal. Ja, sollte ich mir eigentlich machen, oder? Sollte ich nicht, dann muss ich noch machen, auch wenn ich nicht will. So eine Sache bei dem Spiel. Schwert hin, Schwert her, braucht man immer. Die Hütten machen wir zu und jetzt gehen wir spazieren. Das Einzige, was ich mir überlegt habe für das Spiel, unbedingt, also für die. Okay. Warte mal, was war das jetzt? K, L, J? Nö, J weiß man nicht. Hopple. Doch, war fast richtig. Ja, genau. Aber wenn wir jetzt mein. Nein, mein Mitpunkt gesetzt. Verdammte Scheibe! Den Wegpunkt nicht gesetzt. Sack du mir dann mal einer. Wird da gern rauf, bitte. Geht nicht. Verdammt mich doch. Er nervt so wieder in dem Spiel echt. Ich schwör's euch mal, mein nervt mich das immer wieder auf so eine. Doch den Wegpunkt gesetzt und dann habe ich ihn doch nicht gesetzt. Alles verwirrend in dem Spiel immer. So verwirrend dieses Spiel. Jemeier. So, nochmal. NPC Dorf 00. Vielleicht hat man speichern. Ah. Hat das jetzt oder hat das nicht? Hallo? I don't know. Ja, das passt. Dankeschön, das wollt ihr wissen. Ne? Nee, das Einzige, was ich wahrscheinlich persönlich vorhabe eigentlich für dieses Let's Play, weil ich sagte, okay, das ist vertretbar, ist ab und zu die Schnellreise zurück nach Hause, also von Dorf zu Dorf, weil man gewisse Dorf, wenn man dann doch ein bisschen so in der Gegend herumläuft und
also nicht Exkursionsausflüge macht in weite Folgen, weit weg halt irgendwo hin, dann sind solche Schnellreisen, die ja möglich sind, hier nicht so ohne, würde ich mal sagen. Also wir machen jetzt mal kurz einen Ausflug in Richtung nördliche Ecke. Einfach nur zum Interesse halber, was sich da tut und was noch ist. Sicher, jetzt würden alle erwarten, er geht jetzt in die Höhle rein, er macht jetzt einen Höhlenbesuch gleich. Nee, macht er eben nicht. Nicht in der ersten Folge, wir tun einmal gucken, was hier im Umfeld alles ist. Und was wir unbedingt brauchen, sind Backpacks. Das ist. Und die kommen ja nicht herum. Das bin ich schon drauf gekommen. Ne, und die kommen einfach nicht herum, die Backpacks, die brauchen wir unbedingt. Das brauchen wir als Leder. Ein bisschen Leder wäre nicht schlecht für die erste Rüstung. Okay. Ich habe ein bisschen von Null anfangen. Ich habe schon. Ich könnte ja sagen, was ich jetzt aber will, ich nicht. Ich will viel Blödsinn und viel Merch. Also bei mir ist es so, ich habe alles schon in einen Computer eingefügt mit. Was gerade für über, glaube ich, 2 Millionen oder irgendwas an Speicherkapazität für allein schon für meine ganzen Sachen, was ich habe. Also. Aber das kannst du nicht mehr vergleichen mit hier, das ist eh logisch. Das kannst du eigentlich nicht vergleichen hier. Und Spielbeginn ist Spielbeginn. Und ja. So, gucken wir mal. Nicht schlecht. Nur Blödsinn drin natürlich, das lassen wir es mal kurz. Mit dann aber, müssen wir uns dann ein bisschen umschauen, was sonst noch so ein Umfeld ist, dass ich gleich weiß, was auf mich zukommt hier. Biomsmäßig meine ich. Darf man schon mal gar nicht, dass das so rum ist, das will ich nicht sehen. Ja, Bienen werden wir auch züchten, klarerweise. Hier ist die Bienenzucht auch viel interessanter, finde ich. Und was natürlich auch interessant ist hierbei, ist Botaniker. Auch ein sehr interessanter Mod, muss man auch schon sagen, voraus. Botaniker haben wir schon mal angeschaut, ist ein bisschen, ja, in sich perplex, möchte ich behaupten. Also, durchblicken. Jein. Kohle. Lebenswichtig. Würde ich schon sagen, Kohle wäre jetzt schön zu finden gerade. Kohle werden wir brauchen. Kohle, 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 Kohle. Und dann Eisen bitte. Also man Eisen und Kohle, das wäre so der Traum gerade. Ja, wie lange werden wir das Projekt spielen? Solange es geht. Solange ich Bock habe und Lust habe, eigentlich drauf. Ist also eine Never-Ending Story, immer wieder Minecraft zu spielen, glaube ich. Allgemein, Minecraft-Spiele sind immer so eine Never-Ending Story am Ende. Nein, jetzt kann ich euch versprechen, diesmal wird auch was gebaut, nicht so wie die anderen Let's Plays, wo nie gebaut worden ist oder so. Oder irgendwann einmal so ein Bauen begonnen wurde. Ich dann gedacht, ey, bauen der eigentlich mal was, da war da nichts. Ich bin halt nicht so dieser freaking Bauer. Das glaube ich hat man schon mitbekommen bei mir. Ich bin eher so dieser Entdecker, dieser Suche etc. Spieler. Das war eine Biene. Das bin halt eher ich wieder. Nur das ist halt so eine andere Geschichte. Jetzt so. Da hat man nochmal Nemoku. Noch Nemoku. Auf die vorherige Frage, bevor die Frage schon aufkommen sollte in dem Spiel. Nein, so schnell gehen wir nicht mit der Drachen. Aber wir werden ihn sehen vielleicht. Den gibt's ja. Den werden wir wahrscheinlich besuchen. Aber nicht gleich von Beginn an. Das weiß ich jetzt schon. Was wir auf jeden Fall machen, ist einmal uns sehr schnell bessere Sachen zulegen. Das auf jeden Fall. Es gibt auch sowas wie Kobalt hier. Und dazu brauchen wir schon mal ganz andere Sachen zum Abbauen. Da bringt uns Eisen gar nichts mehr. Also, das will ich schon mal ein bisschen anders überlegen müssen, wie wir tun und wie wir machen. In dem Sinne muss ich sagen, ganz ruhig der erste Part, wie immer.
So, auch ganz wichtig, das muss man ein paar Fackeln zulegen jetzt, weil fucking Fackeln sind immer gut. Ja, was auf jeden Fall klar ist, ist für mich eine Suche nach einem zweiten NPC-Dorf. Das wird dann der erste Masterplan hier sein. Nicht das andere, sondern eher die Suche nach einem zweiten NPC-Dorf. Das hier gefällt mir schon mal gar nicht. Die Lage ist von Holz her nicht schlecht. Also da können wir sicher genug abbauen, aber da brauchen wir was anderes. Da brauchen wir ein ganz anderes Werkzeug dafür, dass wir es abbauen. Das, was wir jetzt haben, will ich da nicht, das wird uns nicht so viel bringen, da brauchen wir einfach ewig. Da werden wir dann eher in diese andere Ecke gehen. Dazu brauchen wir dann halt wieder Stahl. Und ja, das sind halt so Sachen, die jetzt nicht relevant sind für euch. Auch für mich nicht, das ist eher jetzt, wie gesagt, dieser erste Part soll sich eher nur da kurz, war eher nur zum Hallo, ich bin wieder zurückgespielt. Und zum Hey, schau, wir spielen Hammercraft. Yo, er spielt Hammercraft, wie kann er nur Hammercraft spielen? Ja, versteht mich nicht falsch, es ist so, wie es ist. Ach, ich muss mich wieder mal ans Aufnehmen gewöhnen. Und in diesem Sinne gehen wir jetzt zum Bett. Ins Bett. Hätte ich mal gesagt, zum Bett, ins Bett. Zum Bett, ins Bett, wegen dem Bett. Hey Junge, was kannst du da schon? Aha. Hätten wir gehabt, gell? Hätte ich voll gesucht, hätte ihn gefunden sogar. Find mein Bett nicht. Wo war mein Bettchen? Haben Sie mein Bett gesehen? Das einzige Schöne ist, es sind keine Creeper im Umfeld, das weiß ich. Das ist gut, Pepper, friedlich. Ey, Junge, das ist mein Haus. Raus hier. Come on. Und zum letzten Mal hakt er gegen Diamantenspitzhacke. Hm, sehr interessant. Und Sie, da, wir sind schon. Paul, wie geht denn das? Wie kann. Muss ich jetzt wirklich? Jetzt schon eine zweite Kiste bauen? Versteh's nicht. Das ist faszinierend. Es ist schon mal faszinierend, dass wir so eins gesammelt haben in der ersten Runde. Naja. So, wir gehen schlafen. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part von Minecraft, Feed the Beast, Hermitcraft.